Okay, Leute, ja, wir sind wieder hier bei Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask. Und ja, gleich mal vorweg, es sind zwei Aufnahmen, glaube ich, waren es. Also insgesamt waren es 40 Minuten kaputt gegangen. Und ich werde diese auch nicht nachholen, denn ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Lust, dieses Spiel zu pausieren und dann hat bestimmt wieder 7 Stunden allein an diesem Spiel zu hängen, nur um alles wieder zu holen, was ich bis jetzt gemacht habe. Ich werde euch heute in dieser Folge, also in den jetzigen 10 Minuten wahrscheinlich, werde ich euch sagen, was ich gemacht habe und was ungefähr passiert ist. Man sieht ja schon oben rechts, ich habe eine neue Maske. Ich zeige sie euch mal ganz kurz. Hier, Gyptos Maske müsste die einzig neue sein, sonst dürfte alles gezeigt worden sein. Glaube ich jetzt. Hoffe ich. Nee, ich glaube schon. Okay, egal. Also, Gyptos Maske ist neu. Wir haben einen neuen Gegenstand. Und zwar zeige ich euch das hier. Hier, das Spiegelschild ist auch neu. Und, ja, das war eigentlich alles, was ich in diesen 20 oder in den 40 Minuten aufgenommen habe. Aber ich zeige es euch mal der Vollständigkeit halber, was ich alles gemacht habe. Aber davor nehme ich mir noch ganz kurz ein Pulverfass mit. Denn hier kann man für 50 Rubine, glaube ich, ein Pulverfass kaufen. Und das hole ich mir mal. So. Ja, wie gesagt, es tut mir sehr leid, dass ich jetzt diese Aufnahme nicht retten konnte. Aber, naja, gut. Ich kann jetzt leider nichts dran ändern. Hätte ich lieber auch anders gehabt. So, okay. Wir haben wieder ein bisschen Geld. Holen wir uns mal 50 Rubine. Und, ja. Verwende sie mit Bedacht. Danke, danke, danke. Und war das hier oder eins? Ich glaube, eins oben was. Hier was. Okay. Aber ich lasse mich davon nicht entmutigen. Hier, meine gute Laune ist ungebrochen bei diesem Spiel. Hi. Oh, wer hätte das gedacht? Du bist ein Gorone, also solltest du auch in der Lage sein, ein Pulverfass zu tragen. Ein Pulverfass kostet 50 Rubine. Ja, ich denke, ich kaufe eins. Habe ich ganz vergessen, dass der hier ist. Jemand hat es mir in den Kommentaren geschrieben. Vielen Dank dafür. Pulverfässer sind mein Lehrer. Bla 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 bla. Ist okay. Ja, gut. So, das Pulverfass werde ich wahrscheinlich. Ich glaube jedenfalls, dass ich mich erinnern kann, dass ich dieses Pulverfass brauchen werde. Nein, ich will jetzt kein Geld. Und schlussglücklich. So. Hi. Okay. Na gut. Denn wir müssen ja noch in die Ikania-Ruinen oder Ikana-Ruinen. Ach, irgendwie so. Und das werden wir heute auch noch machen. Aber wie gesagt, ich zeige euch jetzt erstmal, was ich alles erreicht habe in der letzten Folge. Es war an sich nicht viel, ich bin lange hängen geblieben. Und von daher ist es auch... Ich brauche Epona. Super. Epona! Ne, halt. Wie war die Melodie? So. Okay. So. Da la 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 la. Dom. Okay. Los, Epona! Hinauf! So, und schauen wir mal, ob sich vielleicht Sachen sogar resettet haben, die ich dann hier nochmal machen kann. Das werden wir ja gleich sehen. Gut, da reiten wir mal entlang. Diese Stelle kennen wir ja schon, da haben wir uns ja die Felsmaske geholt. Aber in dem Fall mache ich hier was anderes. Genau. So, boom. Dieser Kerl hier oben lässt uns... Na? Ja, explodier halt. So, okay. Ich möchte runter von dir, Epona. Dieser Kerl hier lässt uns nicht nach oben... Es sei denn, wir benutzen die Garros-Maske. So, zack. Wenn wir sie anhaben. Achso, ich habe sie gerade nicht an. Wie machst du denn an diesem Ort? Der Hügel von Ikania ist ein Ort, an dem gequälte Geister ruhelos umherziehen. Auch jetzt doch ziehen die Geister auf der Suche nach dem Umher, der sie retten kann. Dies ist ganz sicher kein Ort für dich. Doch zieht es dich dorthin, finde die Maske, die, in der die irrenden Geister wohnen. Ich habe gerade was vergessen, Leute. Und diese Maske kannst du ihre Seele nicht retten. Bis dahin darfst du hier nicht vorbei. Ich muss nochmal zurück.
Au. Komm, Epona. Denn ich brauche Pfeile. Und ich habe keine. So. Ja, wir können ja schnell mit Epona durch ein paar Gräser reiten. Ne? Cool, dass du da nicht drüber reiten kannst. So, einmal hier entlang. Und jetzt weiter. So, und jetzt holen wir uns am besten mal ein bisschen Magie und Pfeile. So. Pfeile wären toll. Ja, jetzt 30 Pfeile. Magie müssten wir eigentlich haben. Dann gehe ich gleich wieder zurück. Hat es natürlich vollgebracht, ne? Ja, okay, jetzt habe ich 40 Pfeile und Magie eingesammelt. Das habe ich gesehen. Hopp, höher. So. Jetzt. Jetzt sind wir gewappnet. Ich glaube, mehr brauchen wir nicht. Zack. So. Und ehrlich gesagt, ich finde dieses Spiegelschild so hässlich. Ich finde, es passt überhaupt nichts. Da hat mir das Hyrule-Schild besser gefallen. So, jetzt brauche ich die Maske. Ausrüsten. So. Was für eine hübsche Maske. Dies ist die Maske des Anführers der Ninjas, der einst vor den Zinnen des verschwundenen Schlosses spähte. Damit sollte es möglich sein, die wandelnden Geister seiner einzigen Gefolgschaft herbeizurufen. Vielleicht bist du in der Lage, jene irrenden Seelen zu retten. So. Jetzt brauche ich natürlich den Enterhaken. Und schnell hier hoch. Und okay, gut. Das war das eine. Ja, die Dinger hier explodieren und rollen einem ein bisschen nach. Und Halleluja, hört's ja mal bitte auf. Au. Ja, jetzt explodiert er gleich. Hilfe, ich will weg. Danke. Ne, halt, er explodiert nicht. Er rollt mich nur an. Aber wenn ich ihn schlage, explodiert er. Ja, ja, ist gut. Ist gut. Und es leckt gerade ein bisschen. Schade. Diese komischen Coronenverschnitte. Na gut, aber egal. So, diesen Pfad hätte ich überstanden. War ja auch nicht wild. Und vielleicht... Ja, genau. Der hier kam. Meister, ihr habt gerufen... Was bist du? So, ja, er hat uns erkannt, er greift uns an. Und dieser hier ist absolut einfach zu erledigen. Und zwar mit einem Schlag. Und, Unglaublich, du bist mehr als ein würdiger Gegner. Ich verneige mich vor dir, indem ich dir mein Herz öffne und dich an meinem Wissen teilhaben lasse. Willst du das Tal von Ikania durchqueren, so zähle mit dem Pfeil, der frieren kann, auf die Bestien im Fluss. Es ist zu glauben oder nicht, liegt nur bei dir. Zu sterben, ohne unsere Körper zu hinterlassen, das ist der Weg der Garo. Ja, also er hat uns jetzt hier sozusagen den Tipp gegeben, wie wir hier rankommen. Ich könnte mich jetzt hochteleportieren, denn da oben ist eine Eulenstatue, aber ich will es euch zeigen. So, bitte einfrieren. Na, super. Kurz ausweichen, mal ausweichen. Hier rüberspringen und Link trifft jetzt. Okay. Zack. Hallo? So, okay. Passt. Haben wir auch geschafft. So, von hier aus können wir dann relativ einfach mit dem Enterhaken an diesen Baum. Von diesem Baum aus können wir dann an diesen Baum. Und von diesem Baum aus können wir dann an... diesen Baum, der war's. So, hast den? Ja, perfekt. So, und hier ist dann auch schon die Eulenstatue. Von daher habe ich jetzt schon mal den Weg euch gezeigt. Da ist eine Fee, die nehme ich mir mit. Ich weiß noch nicht, ob ich sie später brauchen werde. Deswegen nehme ich sie jetzt einfach mal mit. So. Was gibt's jetzt hier? Hier gibt es... Ja, ja, Taya.
lauter Mumien, die sehr böse sind und mich einfrieren, wenn sie mich anschreien. Also kann ich mich zeitweise nicht bewegen. Aber ich glaube, die interessieren sich jetzt hier eher fürs Haus als für mich. Von daher. Nein, jetzt hat er sich für mich interessiert. Kurzzeitig. Okay, WTF, was auch immer. Aber wir müssen hier in diese Höhle rein. Als nächstes. So. In dieser Höhle. Erscheint. Wartet, Leute. Halt, ich brauche erst die Nacht, sowas. Maske der Nacht ausrüsten. Ausrüsten, sonst kann ich nämlich nichts machen. Und. Wer wird hier kommen? Wer wird hier kommen? Na, gar nichts. Was hast du im Königreich von Ikania zu suchen? Dieses Land gehört uns Geistern. Es ist ein Geist und wir kennen ja schon, wir haben schon mal so einen ähnlichen gesehen, ne? Den wir da gesehen haben, war Moll und das hier ist sein Bruder Dur. Und dies ist kein Ort für jemanden, der so voller Leben ist wie du. Oder willst du etwa in unsere Reihen wechseln? So soll es sein. So schlafe sanft zur Melodie der Schatten, die Dur, der große Komponist, nun anstimmen wird. Und sei willkommen im Reich der Toten. Ja, und man sieht, ich krieg immer Schaden dadurch. Wenn ich jetzt nichts machen würde, würde ich sterben. Deswegen greife ich zur Ocarina und WTF, wie schaut diese Maske denn aus? Na gut, und wir haben ja von Moll haben wir ein Lied gelernt bekommen. Und das ist dieses hier. Ups, das war's nicht. Ach so. So war's. Okay. Die Hymne des Sturms. Jetzt habe ich echt überlegen müssen, wie die Hymne des Sturms geht. Und damit fluten wir sozusagen diese Höhle. Was ist das? Dieses Lied. Nein, das kann nicht sein. Dieses Lied. Ja. Und die Höhle wird hell. Yay. Und ein bisschen geflutet natürlich auch. Hat ja ein bisschen geregnet. Wasserspiegel ist gleich um 40 cm gestiegen von den paar Tropfen. Aber okay. Und schon fließt das Wasser hier raus. Und lässt hier wieder das Wasserrad laufen. Und durch das Wasserrad. Ja. Hört man wieder ein bisschen Musik. Ich trinke mal schnell einen Schluck, Leute. Derweil lasse ich euch diese Musik genießen. Ja, und scheinbar gefällt ihnen Mumien diese Musik nicht. Oh. Ja, es dauert ewig, Leute. Es dauert ewig. So. Und, was passiert? Ja. Nichts, wir sehen hier gerade wieder Dur. Moin, mein geliebter Bruder. Vergib deinen närrischen Bruder, der davon träumte, das Königshaus könnte wieder auferstehen. Du, der dir die Toten nicht fürchtest. Durch das Lied meines Bruders hast du den Fluch gebrochen, der auf mir lag. Der Dank gebührt dir. Wir Toten sollen nicht in der Welt der Lebenden verbleiben. Es war alles nur ein Trick des Maskierten, der die Dinge in Aufruhr versetzte.
Doch zeigst du wahrlich keine Furcht vor den Toten, so gehe zum Tempel in diesem Land und bekämpfe die Wurzel des bösen Fluchs, der uns so lange quält. Ich erfinde einfach mal Wörter dazu. So höre nun. Ja. Was denn? Ich, der Einzige, der den Weg in den Tempel hinein kennt, werde dich zum König entsenden. Der König wartet in den Ruinen des Schlosses auf das Eintreffen des einen, der den Fluch brechen wird. So lautet meine letzte Bitte. Okay. So, was wir jetzt hier erreicht haben, ist, wie gesagt, die Mumien sind verschwunden, das war wichtig. Denn, jetzt brauche ich die Felsmaske. Felsmaske, hier. Ausrüsten, okay, passt. So. Ja, man hört schon, die Musik läuft, das ist schön. Die Mumien sind weg, das ist noch schöner. Denn, wenn wir die... Jetzt, wo die Mumien weg sind, ist hier ein kleines Mädchen aufgetaucht. Was schaut... Oh, es läuft wieder Wasser. Oh, wie schön. Wenn wir aber nicht die Felsmaske tragen, läuft es wieder ins Haus und verschließt die Tür. Und dann müssen wir wieder hinter das Haus gehen. Hier. Eine Bombe legen. Durch den Knall der Bombe rennt sie dann wieder nach draußen. Und dann haben wir wieder einen neuen Versuch. Aber da wir das jetzt wissen, machen wir das gleich mit der Felsmaske. So. Jetzt kommt ein interessanterer Teil. Hier ist ein seltsamer Mann. Halb Mumie, halb Mann. Und greift uns an. Und wir könnten jetzt gegen ihn kämpfen. Aber der ist schon... Der ist, wie gesagt, es ist ein halber Mann und eine halbe Mumie. Also, jetzt muss ich noch ganz schauen, wie das Lied geht. Lied der Befreiung hier, links, rechts, runter. Benutzen wir das Lied der Befreiung. Und, es sieht wahnsinnig übel aus, der Typ. Vater? Vater! Pamela! Sorry. Was habe ich die ganze Zeit über gemacht? Du hast gar nichts gemacht. Du hast nur einen bösen Traum gehabt. Nur einen kleinen bösen Traum. Pamela. Ja, und normalerweise würde hier jetzt diese neue Maske am Boden liegen, die wir halt schon hier haben. Die gibt das Maske. Das ist sozusagen die Mumienmaske. Eine praktische Maske, die uns jetzt auch gleich weiterhelfen würde. Zeige euch noch das Letzte, was ich gemacht habe. Und zwar war das hier oben. Das war übrigens auch ein Grund, warum ich gesagt habe, nein, ich spiele es nicht nach. Denn man musste davor einen Haufen Items sammeln. Ich glaube, 5 Deko-Kerne. Nicht Deko-Kerne. Deko-Stäbe, glaube ich. Oder. Ne, doch, es waren Deko-Kerne 10. Es waren 5 Wundererbsen, die man brauchte. Man brauchte einen Nachtschwärmer und Bomben, glaube ich. Und noch ganz viel anderes Zeug. Ja, jetzt zeige ich euch nämlich, was ich meine. Hier kann man jetzt, also mit der Mumienmaske greifen die Mumien eigentlich an, sondern man kann mit ihnen reden. Hilfort, Hilfort! Gib mir etwas Blaues, etwas, das mich gesund macht. Also hier, der bräuchte jetzt zum Beispiel einen blauen Trank. Ja, ich mache es jetzt aber nicht. So, wenn man ihnen das gibt, öffnen sie einem die Türen. Und wenn man jetzt geradeaus weitergehen würde, ganz kerzengerade bis zum letzten Raum, ist das Spiegelschild dann drin. Glaube ich jedenfalls, dass es der Raum war. Und danach kommt man in den Hintereingang der Ikania oder Ikana-Ruinen. Und es gibt, soweit ich weiß, aber noch einen anderen Eingang. Und den suche ich jetzt erstmal. So, das war jetzt also wirklich satt alles, was ich in diesen letzten 40, 45 Minuten gemacht habe. Und hallo, könntest du mal wieder hell werden? Danke. Das habe ich jetzt innerhalb von ein paar Minuten erzählt. Gut. Und wie gesagt, ich bin auch ein bisschen hängen geblieben. Jetzt muss ich nur schauen, wo der richtige Eingang zu den Ruinen sind. Au. So, ist hier nochmal eine Feder drin? Du
kannst ihn ruhig töten. Danke. So, nochmal eine Fee. Ja, hol dir jetzt mal gleich die zweite Fee. So. Zack. Gefangen. Jetzt könnt ihr eigentlich ganz kurz warten, ob wenn das Gras wieder nachgewachsen ist. Pfeile, okay. Nehme ich mir mal an. Bomben, okay, auch nicht schlecht. Und Magie. So, okay. So, wo geht's hier lang? Jetzt muss ich ganz kurz gucken. Schloss von Ikane, Haupttor. Mach, was du willst. Dieses versiegelte Tor wird sich niemals öffnen. Kann ich da nicht irgendwie rein? So auf jeden Fall nicht. Ah, da. Ist ein Loch. Ja, das Tor muss ich nicht öffnen. Ich kann hier durch das Loch laufen. So, das müsste der Seiteneingang sein. Genau. Und was ich in der letzten Folge noch... Wow, ist das laut. Was ich in der letzten Folge noch gezeigt habe, ist, was man mit dem Spiegelschalter alles kann. Als allererstes aktivieren wir erstmal hier diesen Schalter. Und dadurch hat sich jetzt hier oben, ich zeig's euch, WTF, wo auch immer das Licht herkommt, ist auf jeden Fall jetzt hier Licht. Mit dem Spiegelschild können wir dieses Licht hier schön reflektieren. Und alle Sachen, wo hier eine Sonne drauf ist, sollten wir anstrahlen lassen. Da muss ich vielleicht ein bisschen näher ran. Komm. So. Und solche Blöcke verschwinden dann zum Beispiel. Es gibt sozusagen auch Sonnenschalter. Die werden dann aktiviert. Und ja. So, und hier bin ich auch stehen geblieben. Das war eigentlich wirklich alles hier, war dann da der Seitenausgang zum Spiegelschild. So, noch ein paar Herzen mitnehmen. Und jetzt gehen wir einfach mal in die Ruinen rein. Denn hier lernen wir dann auch unser letztes Lied. Habe ich die Maske auf? Ja, ich habe die Maske auf. So, kann ich die töten? Kann ich sie auch töten, wenn ich sie einmal schon angeschlagen habe? Ja, kann ich. Lol. Okay, gut. Dann töten wir die mal ganz kurz. Gibt gut Geld. So, zack, 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 zack. So, und so schnell kommt man auf 72 Rubine. Ja, sie stehen übrigens wieder auf nach einer Zeit. Da sind auch Rubine drin. Was haben wir hier drin? Rubine. Na gut. Okay, Leute, dann... nein, ich mache keine Pause. Keine Angst. Werde ich jetzt hier dieses Auge erstmal befreien. Und Schuss! Zack. Okay, was haben wir geöffnet? Hier, diese Tor. Diese Tor. Mhm. Gut. Markus, du bist heute wieder sehr schön drauf. Sehr schön drauf, ja. Ah, Gott. Egal. Ah, eine Hand. Ich hätte mein Schild zücken sollen. So. Diese Hand teilt sich jetzt in mehrere auf. Nein! Nein! Das Problem ist, wenn man zu lange braucht, wächst diese Hand wieder zu ihrer ursprünglichen... Wächst jedes dieser kleinen Dinger zu der ursprünglichen Größe der Hand auf. Und man kriegt hier echt gut Geld. Okay. Wächst diese Hand wieder zur ursprünglichen Größe, dann muss man sie wieder ablocken. Und ja, danach... muss man sie wieder, dann werden es wieder zu drei und wenn man sich blöd anstellt, wird es ewig viel. So, da ist nichts. Ich habe hier auch kein Licht. Oder? Ist hier irgendwo was, wo Licht reinscheinen könnte? Okay, seltsam. Ich schau nochmal darüber. Ja, ich schieße jetzt einfach mal dieses Auge hier ab. Ja, diesmal ignoriere ich die Mumien. Wobei, ein bisschen Geld könnte man schon noch brauchen, oder? Komm, machen wir die Mumien auch schnell. Geht ja schnell. Hopp, hopp, hopp. Der hier auch noch. Du auch noch.
Wir müssen ja die 50 Rubine von dem Ding wieder reinholen, von dem Pulverfass, was ich gekauft habe, was ich hoffentlich nicht umsonst gekauft habe. So. Und ich glaube, hier ist es diesmal richtiger. Magie. Und Herzen. Na gut. Schauen wir mal, was passiert, wenn wir das hier machen. Wenn wir das hier aktivieren. Ah, super. Wir brauchen auf jeden Fall den Deko. Hier. Ja, man sieht schon. Man muss sich hier in diesen Pflanzen, ne, verstecken. Ne? Denn es sind diesmal keine Freiräume da. Ich hab da ein Problem. Geht's hier auch mal wieder hoch? Ah, okay, man kann es mit dem Deko wieder hochschießen. So. Hier schnell warten. Bis es wieder runterkommt. Und bam! So, jetzt hier rein. Zack. Und hier schnell aktivieren. Dann haben wir nämlich ein... Wow! Nee, haben wir nicht! Puh! Okay, jetzt schnell nach oben fliegen. Dahin fliegen. Flieg. Und okay. Gut, jetzt sind wir sicher. Den Schalter können wir aktivieren, indem wir groß werden. Und, ich glaube, ich muss sogar den hier aktivieren jetzt, ne? So. Zack. Kommt es natürlich wieder runter, hoch meine ich, und wir können hier durch die Tür gehen. Ja, war jetzt nicht so wild. So, das wird, glaube ich, schon hier ein bisschen interessanter. Irgendwas ist hier an Monstern. Ah, hier ist ein Skulltula. Oh, sonst nirgends was? So, na gut. Ich fliege jetzt einfach mal hier außen rum. Ist das Skulltula mich jetzt nicht so erwischt? Da war eine Fee, oder? Da ist eine Fee. Hey. Geil. So. Nein! Nein. So, dreh dich. Und tschüss, Skulltula. So, ich glaube da... Ach, das war nur Taya. Okay. Ich habe nichts gesagt, Leute. So, jetzt fliege ich einfach mal hier entlang. Gang. Das war nicht gut. So, okay. So, jetzt ist diese Skulptur natürlich wieder da. Yay. So. Was ist denn hier? Ja, habe ich getroffen. Ja. Da ist eine Fee. Yeah, ich habe sie gefunden. Ich habe sie gefunden. Alter, was ist denn heute mit mir los? Ich frage mich gerade echt, wieso ich so einen Sprachfehler habe. So. Schau ich mal, ob ich die Skulltulas von hier erwische. Den hier vielleicht. Yay. Den hier wahrscheinlich nicht. Doch, auch. So, kann ich die... Ha, cool, die kann ich explodieren lassen. Aber auch nur, wenn ich es könnte. Cool, da hat sich durch die Wand gebackt. Na gut, egal. Jetzt kann ich in aller Ruhe... Erstmal wieder hier rüber. Schau ich mal, was passiert, wenn ich den Schalter hier aktiviere. Wow. Zack. Und rüberfliegen.
So. Das kleine Deko ist mir natürlich zu leicht, leider. Okay, das ist aufgegangen. Jetzt fehlt mir gerade eine Idee. Enterhaken? Auge der Wahrheit. Schauen wir mal, was wir... Ah! Okay. So. Wir haben übrigens auch einer in den Kommentaren geschrieben. Mit den Hasenohren kann man auch weiter springen. Hoffentlich nicht zu weit. Yay! Aber es reicht. Sehr schön. Und yay! Passt. Okay, wir sind hier durch. So. Au. Du wurdest verhext. Du kannst das Schwert nicht mehr ziehen. WTF! Mein Schild schon noch, oder? Au. Und die kommen wieder. Oh. Diese Steuerung macht mich gerade verrückt. So. Ich mach's mit Pfeil und Bogen. So, schnell Herzen holen. Au! So, okay. Gehen wir hoch. Ich bin immer noch verhext. Das ist nicht gut. So, hört das mal bitte auf. So, was willst du, Taya? Zwar kann ich nicht sehen, aber ich spüre die kalten Autos. Ja, okay. Ja, ja, ja. Okay. Gucken wir einfach mal, was wir hier noch finden können. Ich bin immer noch verhext. Boah, wie lang dauert denn das? So, jetzt kann ich das hier aktivieren. Oh geil, Sprungpassagen, wie ich sie liebe. Nein. Och, Link. Nein. Oh. So, jetzt schnell zum Deko-Link werden. Hier rein. Hier rüber. Oh, da ist ein Herzteil. Und fliegen. Flieg, kleiner Link, flieg! Yay! So, okay. Jetzt glaube ich... Na super, wir müssen wieder runter. Und den ganzen Scheißweg nochmal. Cool. Taya, halt die Klappe. Hätte, glaube ich, zuerst hier entlang müssen, ne? Naja, egal. Wurscht. Come on, jetzt nichts mehr ändern. So, holen wir uns wieder Gyptos-Maske. Denn wir haben ja gleich wieder... Nicht die Hasenmaske. Genau, diese. Das ist richtig. Denn wir haben jetzt gleich wieder unsere vier Mumien. Bam, 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 bam. Und wieder ein Haufen Geld dazu. Wow. Okay. 75 Rubine mehr. Schöne Sache. So, wir wissen, das hier war der richtige Weg. Deshalb gehen wir den auch. So, ist die Tür noch verschlossen? Ja, ist sie. Ich muss wieder da hoch. Och Gott. So, zack. Diesmal versuche ich es gleich hier rein. Ha! Ja, ja, ist okay. So, schnell hoch. Und das müsste eigentlich passen. So, zurück verwandeln. Schalter aktivieren. Und dann brauche ich noch einen Pfeil und Bogen. Zack. War das auch das Erste, was wir machen können?
Aber wenigstens haben wir dieses Herzteil jetzt schon. Das wäre bestimmt ein Herzteil, was mich aufgeregt hätte. Nein! Fehler! Wieso ist jetzt hier ein Fehler? Stopping Emulation. Kann ich noch ein... Ja, egal. Leute, ich mache hier einen kurzen Schnitt. Ciao.